So. Treppchen. Da sind die Treppchen. Zack. 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 Apropos Treppchen. Ja? Ihr habt ja, oder ich weiß nicht, so die ein oder andere mag ja schon in dem Alter sein, in dem er sich Gedanken über Karriere und solche komischen Dinge macht. Falsch. Wie kriege ich denn jetzt hier am besten? Die muss weg, glaube ich. Dafür muss... Wir müssen, glaube ich, an der geraden Fläche zusammenkommen, ne? Sonst funktioniert das nicht, glaube ich. Glaube ich. Ja, apropos Treppe, ihr mögt ja eventuell in dem Alter sein, wo ihr euch... Hä? Doch, so, so. Ja, so. Yeah, er hat's geschafft. Er ist so gut, der Mann. Geht so. Ihr mögt ja eventuell in dem Alter sein, wo ihr euch darüber Gedanken macht, wie es denn so mit euch weitergeht, ob ihr Karriere machen wollt. Und das genau ist meine Frage. Wollt ihr Karriere machen? Da komme ich jetzt durch Leiter, durch Karriereleiter komme ich darauf. Wollt ihr so richtig krass Karriere machen? Wollt ihr richtig krass erfolgreich sein? Also wollt ihr, sprich, wollt ihr viel Geld verdienen? Oder sagt ihr euch, ja, nee, ich mache einfach einen Job. Der muss mir, oder der muss okay sein. Und dann bin ich soweit zufrieden. Passt dann halt. Ich bekomme ein bisschen Geld. Und ich werde dann in meiner Freizeit einfach das machen, was mir richtig Spaß macht und wo ich mich verwirklichen kann. Oder seid ihr, wie gesagt, jemand, der sagt, oh ja, ey, Job ist das Allergeilste. Ich möchte viel Knete verdienen. Ich möchte 24 Stunden am Tag möchte ich arbeiten. Ich möchte Chef werden und all diese Dinge. Finde ich beides vollkommen okay. Also muss jeder halt für sich den richtigen Weg finden. Ich meinerseits bin da so ein Mischling, sag ich mal. Also auf der einen Seite möchte ich natürlich Spaß haben beim Job und ich baue mir mal eben eine Hilfe, ne? Seht ihr ja schon. Ich möchte Spaß haben beim Job und ja auch ein bisschen Geld verdienen und schon auch ein bisschen mich weiterbilden, auch auf dem Gebiet dann und all diese Dinge, aber ich bin jetzt nicht so karrieregeil oder sowas, weil hier durch das Projekt YouTube habe ich einfach was gefunden, was mir, wo ich mich eben zu 100% selbst verwirklichen kann und deswegen brauche ich das nicht so wirklich in meinem Job. Da bin ich halt zufrieden, wenn ich einen Job habe, der mir Spaß macht, coole Kollegen und dass ich eben ein bisschen was verdiene. Und da hänge ich mich natürlich auch voll rein und bin voll dabei. Aber, ja, es ist halt so, dass ich nicht sage, oh, ich möchte in ein paar Jahren, möchte ich die Position meines Chefs haben oder sowas. Das strebe ich absolut nicht an. Wie seid ihr da so drauf? Möchtet ihr auf jeden Fall Karriere machen oder ist es eher nebensächlich? Es gibt ja auch Menschen, die wollen gar nicht so... Also ich habe viel gelesen, ich weiß nicht, habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich mich wiederhole, tut es mir leid. Aber ich habe gelesen, dass viele Menschen aus unserer Generation, ich sage jetzt einfach mal unsere Generation, obwohl einige von euch sicherlich bedeutend jünger sind als ich oder andere auch älter, aber dass viele in unserer Generation, die sind über Geld nicht mehr zu ködern. Sprich, man kann nicht sagen, hier komm, du kriegst 4.000, 5.000 Euro im Monat. Ist jetzt natürlich auch schon sehr viel. Sagen wir mal 3.000 Euro, was auch schon sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut. Du bekommst 3.000 Euro im Monat und dafür bist du jetzt unser Leibeigener. Dafür können wir jederzeit dich abrufen sozusagen und dafür machst du jederzeit, wenn wir wollen, springst du. Und ich klopp mal eben hier mit den Büchern hier ein bisschen was weg. Weil es eigentlich vollkommen sinnlos ist, weil wir haben ja ohnehin keine Lehm mehr. Ja, auf jeden Fall, die Menschen sind nicht mehr dadurch köderbar, ne? Einfach ein bisschen mehr Geld zahlen und schon tun sie alles für den Job, sprich geben ihr Privatleben auf, beziehungsweise
Ich sag immer so, ist vielleicht ein bisschen falsch, man gibt ja nicht sein Leben dafür auf. Wenn man für den Job lebt, dann gibt man sein Leben auch nicht auf. Aber ich finde, viele Leute, die geben tatsächlich ihr Leben für den Job auf. Oder für ein Unternehmen. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil man kann sich noch so sehr anstrengen. Wenn es dem Unternehmen irgendwann mal schlecht gehen sollte und Stellen abgebaut werden müssen und es gibt jemand anderes, der entweder besser ist in seinem Job als du oder der ist dem Chef sympathischer, spielt natürlich auch immer eine Rolle, klar, ist auch vollkommen okay, meiner Meinung nach, weil Chefs sind nun mal auch einfach nur Menschen, dann bist du einfach weg vom Fenster, da kannst du dich noch so sehr reingehängt haben, die letzten Jahre. Wenn da so eine Entscheidung gefällt werden muss, dann kann es sein, dass es dich trifft. Und das ist natürlich schlecht, wenn man sein Leben quasi für den Job aufgegeben hat. Und dann sagt das Unternehmen mal eben, Leute, ihr seid weg. Ja, aber um da auf das zurückzukommen, was ich gelesen habe. Und zwar ist den Leuten aus unserer Generation, den meisten, ist es jetzt mittlerweile wichtiger. Spinne, du bist lieb, ne? Ja, du bist lieb. Es ist mittlerweile wichtiger, dass sie sich selbst weiterentwickeln. Sprich, es geht nicht um viel Geld, sondern es geht darum, dass sie sich weiterbilden, dass sie vom Unternehmen auch weitergebildet werden, dass sie gefördert werden und auch gefordert werden, natürlich. Und viele Unternehmen kommen damit ja nicht klar. Aber jetzt, wo ich diesen Satz sage, da glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal erzählt habe. Also halte ich jetzt einfach mal meinen Mund. Irgendwas ist hier komisch. Achso. Da fehlt einfach der Strang nach unten. Den könnten wir da einfach mal hinkloppen, ne? Machen wir jetzt einfach auch mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Die könnten wir ja auch mal Erde hinhauen. Sieht ja nicht aus hier, ist ja so nackt. Wobei nackt ja jetzt nicht gleich schlecht ist. Wobei, kommt auf den Menschen oder auf den... auf den Gegenstand an. So. Das muss weg hier. Und ihr müsst auch weg. Zack, zack, zack. Und stattdessen kommt ihr hier hin. Zack, zack. Und... nein, Hilfe! Zack, zack. Seht da, genau, verbraucht es doch mal hier. Es ist ja mal wieder. Also da muss ich ja jetzt mir fast auf die Schulter klopfen. Aber auch nur fast. Ach komm. Da darf ein bisschen Haut darf auch hervorschauen. Wir sind ja hier nicht bei FSK 0. Wobei FSK 0 auch gleichzeitig komplett nackt heißt, ne? Wie komme ich denn da jetzt oben noch ran, um alles wieder wegzukloppen, sagt man? Ich bin so ein Depp. So ein Potato-Dip. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Irgendwie quatsche ich mir heute den Gaumen trocken. So, wie komme ich denn da oben ran? Muss ich mich jetzt wieder hochbauen, ne? Gut, das machen wir jetzt einfach mal, aber dafür bauen wir uns jetzt erstmal nochmal schnell einen Schabatten. Haben wir denn auch noch eine Axt? Ja, die haben wir noch, aber den Spaten haben wir nicht. Den basteln wir uns mal eben, haben wir noch Holz hier, Stöcker. Ich hätte ja schwören können, wir hätten noch irgendwo Stöcker. Wahrscheinlich sind die auch irgendwo Stöcker, nur ich sehe sie wieder nicht. Wie immer. Ich Profi.
Zack, zack. Flupp. Hier. Hier, hier bin ich. Flupp, zack und flupp, zack und zack und flupp. Geht doch. Und jetzt zu fröhlichen Banjo-Kazooie-Klängen bauen wir uns jetzt einfach mal hier nach oben. So, einfach mal hier nach oben. So, zack, 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 zack. Schneller. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die geilste Vorgehensweise. Man könnte es wahrscheinlich auch noch schlauer machen, aber was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Deswegen müsst ihr jetzt hier durch. Muss ich ja auch. Na, schon. Ah, ich komm da nicht ran. Arschloch. Gut, dann einfach mal hier nach unten. Zack, 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 zack. Letztendlich müssen wir uns hier auch noch an jeder Seite einmal hochbauen. So, hier ist die Mitte. Also zack, zack, einmal nach oben. Falsches Werkzeug. Zack. Und flupp, 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 flupp. Wahrscheinlich wieder komplett an der Musik vorbei, weil ich die Tonspuren nicht genau übereinander gelegt habe. Aber egal. Trotzdem einfach mitsingen. Einfach mal drauf scheißen. Einfach mal sagen, komm, ist mir vollkommen Latze. Was andere Leute von mir denken. Sollte man übrigens öfters mal machen. Solange man nicht anderen Leuten damit schadet. Ist ja klar. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Da nutzen wir einfach mal die Bäume, würde ich sagen. Gut, dass man hier auf Blättern gehen kann. Wir sind ja fast wie Jesus, wa? Können zwar nicht auf Wasser, aber auf Blättern gehen. Was ja schon mal ungefähr in die gleiche Richtung geht. Zack, weg mit diesem Rotz. Und weg mit diesem Rotz. Da hätte ich jetzt ja fast hier. Das wäre jetzt was geworden, Mensch. Das wäre unverzeihlich, wäre das gewesen. Plupp, plupp, plupp. Nein, da oben ist noch einer. Oh nein! Oh mein Gott, Hopp, hopp. Hinauf! Toll. Passt. Wunderbar. Zack, ihr werdet auch nochmal mitgenommen. So, da müssen wir nochmal nach oben. Da müssen wir nochmal nach. Teilweise nuschel ich mir sowas zurecht, das ist echt unglaublich. Aber man gewöhnt sich ja daran, ne? Ich glaube, ich habe früher auch zwischenzeitlich mal deutlicher gesprochen bei den Let's Plays. Sollte ich mir eigentlich mal wieder angewöhnen? Oder könnt ihr mich immer verstehen? Dann kann ich es auch lassen. Weil eigentlich, nee, sollte ich nicht. Weil auch in anderen Situationen des Lebens macht es Sinn, deutlich zu sprechen. So, weg mit euch. Und dann sind wir auch hier durch. Das ist ja echt mal schön. Total schön ist das. Schön wie Elfriede. Keine Ahnung, wer Elfriede ist. Ja, Elfriede, es ist meine verflossene Liebe. Meine lieben Freunde. Was ist denn, wenn wir den einfach wegnehmen? Wieso reiße ich den nicht einfach ab? Kann man doch auch machen, oder? So machen wir das einfach mal. Jetzt bauen wir hier nochmal schnell nach oben. Kloppt da oben das Zeug weg. Euch beide. Und ihr da oben, ihr könnt da von mir aus verrotten. Ist mir jetzt scheißegal. So, einmal rin hier hauen, Zeug. Und jetzt müssen wir natürlich hier den wieder weghauen, den guten Turm. Kommen wir leider nicht oben ran. Es
ja auch schade. Dann bauen wir neben den Turm einfach mal noch einen Turm, um den Turm dann wegzuhauen. So, und jetzt haben wir einfach den Turm, auf dem wir drauf stehen, auch wieder weg. Mensch, was mir alles in Minecraft so machen kann. Es ist einfach schön. Unendliche Vielfaltigkeit. Man könnte auch Mannigfaltigkeit sagen. Es ist einfach schön. Man kann stundenlang durch diese Welt wandern. In alle möglichen Himmelsrichtungen. Man kann in tiefe Höhlen gehen. Dort schlimmen Gestalten begegnen. Man kann aber auch auf der anderen Seite den Sonnenschein genießen. Die kleinen Schafe, die Hühner, die kleinen Babykühe. Es ist einfach toll. Man kann Bauer spielen. Man pflanzt Melonen ein. Beziehungsweise Samen. Und erntet dann Melonen. Oder Kürbisse. Oder man baut ganze Felder voller Getreide. Es lassen sich sogar Kürbisköpfe mit Laternen verbinden. Beziehungsweise aus Kürbissen Laterne gestalten. Laternen gestalten. Es ist schade, wenn man versucht, so ganz romantisch zu reden und dann verspricht man sich. Das zerstört die komplette Stimmung. Das muss man einfach üben. Und ich habe noch nicht genug geübt. Für heute werde ich aber nun aufhören zu üben. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr darauf, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Zusammen mit euch natürlich. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag, Mahlzeit oder sonstige Dinge. Je nachdem, wo und wann ihr gerade seid. Ich liebe euch. Und tschüss.